Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video geht es um die Müllrecyclung. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja einen dritten Kanalnamen und der heißt Umwelt. Da, wo ich wohne, in Plettenberg, ist das alles mit dem Müllrecyclung, aber ein bisschen anders als hier, wo ich jetzt gerade bin. Und zwar bin ich jetzt bei jemandem zu Besuch in Kleve. Und in Kleve haben die richtig viele Mülltonnen. Dabei gibt es bei uns in Plettenberg nur eine gelbe, die tatsächlich hier auch haben, die für Plastik ist. Dann gibt es noch eine blaue bei uns, die haben die hier nicht. Und in der blauen ist Papier. Und dann haben die noch eine schwarze, haben wir noch eine schwarze für Restmüll. Doch in Kleve ist das Ganze ein bisschen anders. Und zwar haben die in Kleve eine gelbe für Plastik. Dann haben die eine schwarze bzw. graue für Restabfall. Dann haben die noch eine für Grünabfälle und zwar eine braune. Bei uns sind das einfach Container in der Stadt. Und dann haben wir die für Papier noch eine grüne. Was dann in dem Fall die hier wäre. Also die haben eine grüne, eine gelbe, eine graue bzw. schwarze und eine braune. Wir haben allerdings, was die hier haben, diese braune, die haben wir allerdings nur als Container in der Stadt, genauso wie wir auch alte Kleidercontainer und Glascontainer haben, was sie hier selbstverständlich auch haben, aber die hat, bei denen hat nochmal jeder so eine Grünabfälle Tonne, was bei uns halt nicht der Fall ist. Und das ist halt ein Unterschied, weil die recyceln hier ja ein bisschen dann anders, weil die dann einfach noch hier Grünabfälle sortieren, also quasi da kommt dann auch Obstschalen und sowas rein, was bei uns einfach noch in die schwarze Tonne gehört. Und hier, wie ich auch schon mal in einem Video erwähnt habe, kommen dann auch noch Milchkartons und so rein. Was ich sehr cool finde, ist, dass bei denen hier auch das so draufsteht, was da reinkommt. Bei uns ist das halt nicht so. Weil die Tonnen werden ja immer von der Stadt zur Verfügung gestellt. Bei uns sind es einfach so leere Tonnen. Und hier steht so noch drauf Kunststoff, Metalle, Verbundstoffe. Und hier dann halt eben Restabfall, Grünabfälle. Okay, dann würde ich sagen, danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, ihr recycelt.